Wie ihr sicher gehört habt, hat unsere Mama ein Baby bekommen und der Papa ist gerade am Weg ins Krankenhaus. Unsere kleinen Geschwister sind bei der Oma, das heißt, Timmy und ich sind alleine. Eyebrows is in the house und da gibt's nur eins: Tiefkühlpizzen! Wenn wir uns alleine verköstigen müssen, dann wählen Eneas und ich gerne etwas, was schnell geht und gut schmeckt. Hunger, 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 Hunger! Ich mag lieber eine gemischte Pizza. Eneas lieber Salami-Pizza. Simi, wir sind wirkliche Meister. Stimmt. Niemand kann die Pizza so gut aufbacken wie wir. Ist echt ungesund. Aber was soll's, ist einfach gut. Das war jetzt lecker. So, Elias, abräumen. Was ist abräumen? Steht auf unserer Liste. Welche Liste? Hallo, Liste. Geschirr. Elias. Frei, Timmy. Timmy, frei, was? Wer hat deine Liste mit frei gemacht? Und warum hast du heute frei? Führst du morgen frei? Gang saugen. Timmy, hast du das gemacht? Ja, hab ich. Und wann hast du es gemacht? Als ich da warst. Naja, sieht eh ganz gründlich aus. Aber beim nächsten Mal noch gründlicher, okay? Ganz gründlich. Und jetzt, ciao. Super, dann gehen wir erst das Abräumen, gell? Eigentlich finde ich Geschirrspüler einräumen gar nicht mal so schlimm. Ui, der ist ziemlich voll. Naja, die Mama ist doch schon seit längerem nicht mehr da. Die Teller, da werden wir jetzt irgendeinen Platz finden. So, Glas, gehen wir da rein. So. Ui, wo geht man das rein? Hier. Ah, hier glaube ich, oder? So, jetzt darauf Start drücken. Ich hoffe, das funktioniert. Ineas, ist das dein Ernst? Was denn? Das ist mein Hemd, hast du es angehabt? Nein, das ist mir viel zu groß, dann hätte ich es angehabt haben sollen. Naja, es ist total zerknittert. Ja, die Mama wird es halt schon bügeln, wenn sie wieder da ist. Ich brauch's heute, ich bin dort eingeladen. Ja, soll ich jetzt bügeln? Ich hatte Geschirrspüldienst. Ich werde das jetzt nicht machen, das kannst du selber machen. Ich bin dort fertig, ich mache nichts mehr. Ja, ich habe noch nie in meinem Leben gebügelt. Ja, super! Die Mama ist mit unserem neuen kleinen Bruder im Krankenhaus und Eneas und ich sind alleine zu Hause. Und ich stehe vor der großen Herausforderung, mein eigenes Hemd zu bügeln für eine Party heute Abend. Aber zuerst muss ich einmal den Bügeltisch zum Stehen bringen. Geschafft. Na dann kann's ja losgehen. So, bin ein bisschen nervös. Ich hab das noch nie gemacht. Bin echt gespannt, was passiert. Bügeleisen ist schon heiß. Selbst ist dein Eyebrows. Los geht's. Die Mama hat gesagt, hier auf den großen Knopf drücken. Schauen wir, was passiert. Okay, da kommt Dampf raus. Zuerst einmal den Kragen. Na, ich bin gespannt. Aha, okay. Ui, ein Riesenfleck. Okay, mein erster Bügelvorgang und ich habe das Hemd komplett versaut. Naja, vielleicht kann man das irgendwie mit einem Schal kaschieren. Also bügeln wir mal weiter. Und da passiert noch ein weiteres Malheur. Ein großer, dunkler Fleck. Keine Ahnung, wo der schon wieder herkommt. Was ist das? Das kann es nicht sein. Da auch. Das ganze Hemd ist hin. Leider ist der Fleck auch weithin sichtbar. Auch auf 10 Meter oder so. Und noch ein Fleck. Jetzt reicht's! Nein! Na komm, nicht unterkriegen lassen. Okay, die Seite ist jetzt nicht so schlecht gelungen. Na endlich! Zeit, das Hemd vor dem Spiegel Probe zu tragen. So gar nicht so schlecht aus. Bis auf diesen Fleck da. Der ist echt groß. Was mache ich nur? Da muss ich meine Freunde wohl immer von meinem Fleck ablenken. Tanze ich einfach so.
Genau, einfach immer eine Hand draufhalten. Dann merkt's keiner. Zum Abschäken brauche ich eh nur einen Arm. So wird's schon gehen mit dem Fleck. Auf zur Party!